Um unsere Autos herum gibt es viele sogenannte Accessoires. Viele davon nehmen wir als solche gar nicht wahr und vor allen Dingen wissen wir nicht, woher sie kommen. Es gibt eine Firma, die nennt sich zum Beispiel Mercedes-Benz Customer Solutions. Und ich lerne heute die Frau kennen, die dieses Unternehmen leitet. Und wichtig für mich, ich möchte nicht nur die Produkte kennenlernen, sondern auch die Person hinter der Position. Es ist ein Gefühl. Das Gefühl begann in der Kindheit, unerreichbar, der Stern für mich als Kind. Und es ist dieses Gefühl, das sich zusammensetzt aus sich selbst immer wieder in Frage stellen, Pionier sein, vorne mit dabei sein, aber den Menschen auch ein Lebensgefühl zu geben, ihnen was Besonderes zu geben. Das ist für mich Marke Mercedes. Ja, die Mercedes-Benz Accessories war quasi das erste Startup der Daimler AG, damals zuständig für das technische Zubehör im Aftermarket und die Kollektion, das Merchandising. Und unsere Kunden haben sich verändert, die Welt hat sich verändert, wir verändern uns mit ihr, werden deshalb zur Mercedes-Benz Customer Solution, stellen den Kunden in den Mittelpunkt und werden ihm Lösungen anbieten, die ihn faszinieren, die ihm das Leben erleichtern und die er, ganz wie er die Marke sonst schätzt, auch wertschätzen wird. Ja, wenn der Tag beginnt, dann checke ich erstmal meine E-Mails, es ist nicht ganz so schlimm wie bei Tim Bensko, und gehe dann in die unterschiedlichsten Termine. Im Moment ist der Kalender stark geprägt von der Transformation hin zu Mercedes-Benz Customer Solutions. Es sind aber auch die täglichen Rücksprachen mit den Fachfunktionen, Team-Meetings. Ich bin nicht mehr ganz so viel unterwegs, wie ich das früher war, also in den Ländern, weil in dieser Führungsfunktion hier man dann doch eher auf die Entwicklung des Geschäfts sich konzentriert. Persönlich fahre ich gerne die Autos, in denen man etwas tiefer sitzt. Ich bin nicht der SUV-Fahrer, liebe meinen CLS, liebe aber auch unsere Cabrios, liebe alle unsere Autos. Ich höre viel Radio, ich höre Hörbuch, manchmal Sachbücher, aber meistens dann auch Krimis oder Romane. Ja, und ich höre Musik und ich nutze auch teilweise das Auto als Chance für meinen Chor zu üben. Das heißt, ich habe dann die Musik und versuche zu singen. Also das tun wir jetzt heute nicht, weil so gut singe ich dann doch nicht. Keiner ist allein. Und keiner kann den Erfolg allein schaffen, also deshalb ist das Team natürlich der wichtigste Teil zum gemeinsamen Erfolg. Mir ist es wichtig, dass ich den Menschen den Raum schaffe für diesen Erfolg, dass ich ihnen Richtung gebe, dass ich ihnen helfe, erfolgreich zu sein. Die Transformation von Mercedes-Benz Accessories zu Mercedes-Benz Customer Solutions und das neben dem Tagesgeschäft kostet sicher sehr viel Kraft, aber vor allen Dingen sehr viel Zeit. Und da frage ich mich doch, bleibt eigentlich noch Zeit für andere Dinge, vielleicht Dinge, die einem persönlich wichtig sind? Ein Thema, das mir sehr wichtig ist, ich engagiere mich in einem Kinderhaus für arme Mädchen in Kathmandu. Ich bin Mitglied des Vereins, der Träger dieses Kinderhauses ist, Surya Kiran, ein Sonnenstrahl für Kinder, entstanden nach dem Erdbeben in Kathmandu, um den Mädchen, denen wir das Schulgeld schon finanziert haben, auch ein Leben zu ermöglichen und sicherzustellen, dass diese Mädchen auch wirklich diese Schulausbildung zu Ende bringen können. Es ist neben dem finanziellen Engagement, ist es auch die organisatorische Unterstützung als Beirat im Verein und hilft da administrativ die Stärken dessen, was man im Geschäft gelernt hat, auch auf so ein Engagement zu übertragen. Da
Das war mein Tag mit Andrea Finkbeiner Müller und ich durfte jetzt lernen, warum Mercedes-Benz Accessories zu Mercedes-Benz Customer Solutions wird und ganz wichtig, was sich dahinter alles verbirgt, denn es geht mit den Produkten von der Fußmatte bis hin zum eigenen Parfum der Marke. Was mich tatsächlich sehr beeindruckt hat, das ist ihre Art, mit ihren Mitarbeitern umzugehen und über sie zu sprechen. Aber noch viel mehr und nachhaltiger beeindruckt hat mich das, was ihre Mitarbeiter über sie gesagt haben. Es gab mal einen Kollegen, der sagte immer, gib der Frau Finkbeiner Müller eine ungemähte Wiese und du kriegst sie gemäht zurück.